Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit der Twitch Clips Germany. Folge 186 ist das Ganze. Der Name ist Wie macht ein Schwein? Das lässt tief blicken, was wir in dieser Folge eventuell zu sehen bekommen. Sehen wir uns an. Was sehen wir hier am Anfang? Ein Anime-Mädchen, und das schauen wir uns zusammen jetzt mal an, was die da so von sich gibt und ja, wie das mit der Folge so ist. Und ja, euch viel Spaß dabei natürlich. Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Twitch Clips Germany. Dieses Ha am Ende fand ich jetzt doch noch im zweiten Nachgang jetzt. Hatte ja gerade eben schon ein kleines Problem. Jetzt funktioniert es aber. Und hab dann gesehen so, okay, gut. Fand ich jetzt noch ein bisschen lustiger, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wundert euch nicht, wenn ich immer so ein bisschen aufblende. Das ist bei mir hier die Sonne. Ich sitze in dem Fall etwas blöde und deswegen sieht man halt häufig die Sonne, wenn sie aufblitzt und mir nichts. Ich habe schon versucht, ein bisschen abzudunkeln, aber ich habe das falsche Rolle auf der falschen Seite. Das passiert manchmal. Okay, also wir hoffen, dass es nicht so schlimm wird. Kennt es nicht, ne? Ah ja, das wurde das Game Blue. Pschuh. Kann man eigentlich so ein... Ey! Nein! Ah, die Rache der Katze. Das war geil. Ja, ja. Seht ihr? Ärgert nie eine Katze. Sie rächt sich auf den Fuß. Wupp, war ihr irgendwas weg? Ich weiß es gar nicht. Also es knisterte, es könnte gewesen sein, dass es irgendwas zu knabbern war. Das war natürlich... dazu muss ich euch kurz eine Geschichte erzählen. Also gestern waren wir einkaufen. Action. Und mein Mann liebt Dinkelwaffeln, und da habe ich gestern, waren wir dann noch bei einem großen deutschen Einzelhändler, da haben wir Dinkelwaffen gefunden. Die habe ich ihm mitgebracht und habe gedacht, ja gut, er mag sie, tust ihm mal einen Gefallen, bringst ihm eine Packung mit. Da freut er sich. Er hat sie leider schon viel zu früh gesehen, hat es aber gut überspielt, muss ich sagen. Also bis zur Kasse gedacht, er hätte es nicht mitbekommen. Erst danach hat er mir gesagt, ich habe das schon mitgekriegt. Gut, okay, ich muss da noch ein bisschen besser werden. Merke ich. Und er ist dann hingegangen und hat die auf den Tisch gelegt. Und was macht unsere Katze? Sie schnappt sich und er kriegt das nicht mit, weil er auch die ganze Zeit Kopfhörer trägt. Und unsere Katze konnte eine ganze Waffel futtern, bevor er festgestellt hat, dass die Waffeln weg sind. Es ging gut, aber für die Katze ist das natürlich nicht ganz so toll. So, mir fällt auch gerade was auf. Ich sollte das natürlich auch groß machen. Da seht ihr ein bisschen mehr. Kleiner Fehler, passiert. Machen wir weiter. Bakao geschrieben hat Ententrainer und nicht Entertainer. Enten? Wow. Oh, Karugo, gepolt. Also, Karugo, du hast ja geschrieben, dass ich Ententrainer bin, ne? Also, ich habe einen gewissen Skill. Der heißt, ich kann Donald Duckisch. Heißt... Geil! Das war wirklich gut! Also das war wirklich gut, nicht schlecht. Ich hätte jetzt gern gesehen dahinter, wie sie das gemacht hat, aber ich finde, also das Anime-Mädchen hat was von den Augen her. Und, ja, genau. Jetzt weiß ich, woran mich die Lichter im Hintergrund erinnern, einfach Viva-Logo. Oh mein Gott! Stimmt. Oh, dein Froschi! Ja. Sie hat einfach recht! Ja. Das ist einfach das Viva-Logo! Ja, ist schön, dass ihm das auch mal auffällt. Aber das muss ihm jemand anders sagen. Aber ich fand die Katze schön. Natürlich nicht so schön wie unsere Katze, aber schön. Und das Sweatshirt fand ich jetzt nicht ganz so, weil wir aber heute von Katzen haben. Guckt mal, ich habe ganz viele Katzen auf meinem Sweatshirt. Ja, ja, jetzt habe ich genau das gemacht, was ich mir sage, was man nicht machen soll. Sich auf dem Stuhl zu sehr abstützen. Da sieht man hier unten eine Katze, so ein bisschen über den Tisch gucken. Okay, okay. Und hier habe ich Herzchen. Nur den Mieses. Autsch! Ich sehe. Das war ein typischer Männergriff. Die Hände wissen, wo sie hin müssen. Ja. Das ist irgendwie ganz, ganz interessant. Männer greifen immer in die richtige Höhe. Egal, ob sie die Frauen kennen oder nicht. Wenn sie sie kennen, natürlich noch eher. Aber wenn sie sie nicht kennen, passiert das auch irgendwie immer. Also ich weiß nicht. Ich kann da nicht mitreden, weil ich weiß das natürlich nicht. Ich bin ja eine Frau. Und, mein Mann schafft das auch immer gut.
Alter, die Tankstelle ist ja noch übelst weit weg. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. You hit me, Trevor! Das war ein Reinlegen durch den Charakter. Sie sagt, die Tankstelle ist noch ganz weit weg und der Charakter sagt, nee, die Tankstelle ist ganz nah. du solltest vielleicht mal mit deinem Charakter reden, dass ihr da eine Einigung findet. Oh, nee. Nee, oder, nee, nee. Oh, geil. What? What? Wow. What? Gut. Guck mal, Kiva, lösch dich einfach, ja, bitte, ja? Du gehst mir so hart auf die Eier, wirklich. Ich bin immer noch nicht dahinter gestiegen, ob das Live-Zeichnen ist oder ob die einfach nur das, was gezeichnet worden ist, im Zeitraffer zusammenschneiden. Weil ich weiß nicht, irgendwie so schnell sowas zeichnen, ich weiß nicht, ich glaube, das wird keiner so einfach hinkriegen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die können schnell zeichnen, aber so? Ich weiß nicht. Wie laut, Mann, das ist so viel Druck. So, das ist so viel Druck. Ja. Hummelpfad. Ah, feine Klasse. Denke ich mir immer bei Zeitungen. Bei Zeitungen? Ja. Oh. Musst du auf Comics umsteigen. Ah. Comics haben auch viel Druck. Ha, ha, ha. Das war jetzt ein ganz dummer Wortwitz. Klar haben Comics viel Druck. Sonst könnte man sie ja nicht verkaufen. Ich weiß nicht, heute fehlt mir irgendwie der Witz dabei. Bisher. Zack. Schön. Oh, ich hab eine Uhr. Oh. Autsch, das war die Uhr. Nein, das war natürlich der Charakter und nicht die Uhr. Die Uhr hat den Charakter gekillt. Also wenn man zu klein, so klein ist, so mini-mäßig, dann sollte man nicht sein. Aber Mini, da fällt mir wieder was ein. Wir kriegen von einer Freundin eine Puppe geschenkt, oder geschenkt, dann wir kaufen sie ja ab. Die sieht sehr echt aus. Und jetzt meinte mein Mann so aus Spaß, Mino, wir bekommen einen Minimenschen. Ihr hättet den Blick von unserer Katze sehen sollen. Panik war direkt dagegen. Die hat eine wahnsinnige Angst vor kleinen Menschen. Ich weiß bis heute nicht warum. Wieso? Tschüss. Ja, so kann's gehen. Nachdenken, handeln und nicht handeln und nachdenken. Das ist schlecht. Genau. Erst um. Ah! Ah! Oh, Scheiße, Mann! Ah! Oh. Ich kann das heute nicht, Mann. Ja, das war jetzt auch wieder ein schönes Beispiel für nachdenken und dann handeln, nicht umgekehrt, nicht Finger in die Flasche und dann feststellen, dass man nicht mehr rauskriegt. Sie kann vor Glück sein, dass sie ihn wieder rausgekriegt hat. Mit der Flasche an dem Finger zum Hausarzt gehen, können Sie mal bitte rausmachen? Kommt nicht so gut. Hi, ich bin Norio und verstört. Ich mache YouTube-Videos über Energietechnik. Okay, wild. Pock. Ich habe eine Frage. Schöne Vorstellung. Findest du dein Leben langweilig, Norio? Der macht voll cool, der gibt gleich auch Energietechnik. Was ist denn hier los? Also, ich glaube, wenn er darüber YouTube-Videos macht, kann man doch mal feststellen, ob er sein Leben langweilig findet oder nicht. Weil man muss ja einfach nur gucken, wie die Klickzahlen sind. Wobei, man kann auch mit schlechten Sachen gute Klickzahlen erreichen. So. Und auf die Frage von mal, oder auf die Aussage von Kistenkater, nein, vor Kindern. Ja, ich weiß, kleine Menschen sind kleinwüchsig. Ja, Entschuldigung, das war ein großes Entschuldigung meinerseits an alle Kleinwüchsigen. Ihr wart natürlich nicht gemeint. Mini-Menschen, damit meinen wir Kinder. Kinder. Er hat Angst vor Kindern. Es liegt wahrscheinlich daran, dass sie davor Angst hat, weil Kinder sind halt sehr schnell und sehr hippelig und das mag sie nicht. Sie ist so eher die Gemütliche. Aber das liegt auch ein bisschen am Alter. Außer sie hat ihre 5 Minuten. Dann ist es auch mit der Gemütlichkeit vorbei. So.
Aber ja, genau, genau. Wir hatten die letzten Tage hier Ableser im Haus und den mochte sie. Den kannte sie. Den hat sie noch nie gesehen, aber den hat sie sofort rangelassen. Wie sich das wieder anhört. Den hat sie, bei dem ist sie hin und hat, sich von ihm, hat ihn beschnuppert und er konnte sie, glaube ich, auch mal kurz streicheln. Also, das war, da hatte sie keine Probleme mit. Geiler Avatar. Ah, mein Eis! Da war das Eis weg. Naja, sei froh, dass es nur ein virtuelles Eis war. Stell dir mal vor, es wäre ein echtes Eis gewesen. Dann würdest du dich jetzt richtig ärgern. Und ja, das wäre auch ärgerlich. Ja, blind, okay. Ihr sagt Stopp. Ja, ich mach die Augen zu und ihr sagt Stopp. 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 Ach so. Stopp. Warte mal. Das ist schön. Das war jetzt natürlich wieder der tolle Witz. Stopp, mach die Augen zu, sie kann ja nicht sehen. Also sie hört die Leute ja nicht, aber sie sehen kann sie natürlich dann auch nicht, wenn sie... ja, genau, hahaha. Also ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Mache ich mir auch gleich Notiz. Und hier ist wieder die Hölle los. So, genau, jetzt habe ich den Titel schon mal für meine Folge. Das ist schon mal schön. So geht das. Aha. Und wer das jetzt klaut, ich kann euch gleich sagen, ich habe es hier schriftlich mit Zeitansage, dass ich diesen Titel selbst gewählt habe. Also keine Chance, das zu klauen. Das schönste Bild, was jemals von mir gemacht wurde, ist auf meiner FitEx-Member-Karte. Okay. Bei FitEx ist immer alles orange eingerichtet, weil Branding und so. Und dementsprechend sehe ich da aus wie ein übergewichtiger Kürbis. Oh, das wird... Das stimmt irgendwie. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also das war irgendwie ein übergewichtiger Kürbis. Also so sehe ich aus, wenn ich mache. Aber da könnte ich ja nicht mehr reden, aber so wird mich auch keiner aufnehmen. Glaube ich zumindest. Zum Glück konnte das jetzt keiner aufnehmen. Löst bei Katze, kann dann Misaki auch den Honk probieren. Honk? Oh mein Gott! Okay. Wie geht das? Probier mal. Ja, wie probier? Pustest du da rein? Krieg ich auch nicht hin. Also, durch die Zähne pfeifen, krieg ich auch nicht hin. Das krieg ich hin, aber durch die Zähne krieg ich nicht hin. Das hab ich auch nicht. Ich hab auch noch nie hingekriegt, so. Ich weiß, man muss die Zunge irgendwie ein bisschen einrollen und dann durch die Finger pfeifen. Das geht. Das kriege ich auch nicht hin. Mein Mann kriegt das hin. Du musst das jetzt nicht vormachen. Aber ich weiß, dass du es hinkriegst. Also ich krieg's nicht hin. An alle Streamer da draußen, ich würde gerne wissen, wie gut ihr längliche Luftballons oder generell Luftballons aufpassen könnt. Also, los geht's. Also, erstmal. Längliche Luftballons aufblasen will gelernt sein. Gibt's einen Trick? Verrate ich jetzt aber nicht. Ich habe jetzt auch keinen Luftballon da, dass ich das zeigen könnte. Zweitens, dein Delay ist schrecklich. Du redest und ungefähr eine Sekunde später fängt erst das Bild an mitzumachen. Arbeite an deinem Delay. Kleiner Hinweis, das sollte man machen. Bei mir ist es auch ein klitzekleiner Delay, das weiß ich, aber der ist so minimal, dass wenn ich jetzt daran rumfummle, man das nicht mehr hinkriegt. Also dann sieht das noch blöder aus. Deswegen lasse ich das so, weil es fällt kaum auf. Hat dir das Krümel nicht gesagt, zum Motor kaufen warum? Muss? Warte, warum? Das ist eine Frechheit. Hä? Warum bin ich in einem falschen Gang? Ohne Motor. Ich fahre doch mit Automatik, ich fahre doch keine Gänge. Warum steht da A3? Das ist doch zu hoch. Handbremse? Mein LKW ist kaputt. Was ist denn das Problem überhaupt? Ach so, ich stand auf der Bremse. Haha. auch wieder. Nein, ich übe das Pfeifen nicht. Aber das Autofahren sollte geübt sein. Das ist auch wieder so ein... Der ganze Sendung heute passt perfekt in mein mir ausgesuchtes Thema. Also, passt echt geil. Auch wieder so, erst
guckt, was macht man, vor allem, wenn man mit Fußpedalen arbeitet. Ja, achso, das bezog sich auf den Truck. Ja, klar, da muss ich üben. Aber beim Truck, es bringt nicht so viel zu üben, wenn du mit dem Fuß auf der Bremse stehst und das Gas drückst. Da kannst du üben, so viel du willst. Das funktioniert nicht. Hey, handeln! Guck mal, sie hat handeln. Okay, ich muss... Die willst du beim Mann nämlich auch holen. Ich muss das reduzieren, Leute. Das sind 5 Kilo Hanteln. Wisst ihr, wie schwer die sind? Ja, 5 Kilo. Das war wieder unser Thema der Woche. Wie schwer sind Hanteln? Ganz einfach, 5 Kilo. Wenn es eine 5 Kilo Hantel ist. Eine 5 Kilo Hantel wiegt 5 Kilo. Sonst wäre es ja keine 5 Kilo Hantel. Und genau diese will sich mein Mann auch holen. Haben wir gestern beim Action gesehen. Ui, Katzen. Geh die Katzen aus dem Bild. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Geh mal aus dem Bild. Yes, die Katzen sollen da bleiben. Wurde gerade meine Kamera gelöscht? Das ist natürlich dämlich, wenn das passiert. Wenn man die Kamera löscht. Guck, bei mir könnte ich das auch machen. Ich mache das einfach so. Guck, und schon ist die Kamera weg. Dann ist sie wieder da. Guter Witz. Nein. Aber das war gut. Katzen mal aus dem Bild gehen, das ist eine gute Idee. Ich hätte gerne die Katzen im Voll gesehen. Wie, was, hä? Was ist jetzt hä? Du meinst das hier? Das geht doch ganz einfach. Guter Trick. Das erzähle ich dir nachher. Tot in 3, 2, tot! 1. Oh nee, doch nicht. 0. Oh, ich war ja low! Aber ich will das schaffen ohne! Das war actually ein ganz guter Countdown, ja? Ne? Also, vom Grundgedanken her sehr gut, aber warum ist sie nicht in die Tür rein? Sondern wieder weggerannt. Wenn sie reingegangen wäre, hätte sie überlebt. So, und das klippen wir jetzt. Und wenn dadurch, dass sie nicht reingegangen ist, ja, genau. Ich weiß, wie sehr du es liebst, dich in deinem kleinen Versteck im Schränkchen zu verstecken. Vielleicht könnten wir ja da beginnen. Sobald die Lichter ausgehen, hast du 30 Sekunden. 3 Sekunden, Bro, und ich hab gelesen! Eric, warte, Eric, ich bin noch nicht fertig! Ja. Pause drücken, Pause. Dann kann man lesen. Und dann kann man agieren. Heute die Folge ist echt, ich sag ja, der Titel von denen ist ganz falsch gewählt. Ganz falsch. Gebe ich ganz echt zu. Ich kann schickes Oberteil. Also, sieh jetzt, sieh, das ist ein schickes Oberteil. Okay, warte, ich toppe. Das ist ein Schwein, hört man das? Also ich kenne nur andere Schweine bisher, aber es war sehr gut. Wo ist mein Bier? Also ich muss jetzt sagen, das Schwein war wirklich gut gemacht. An dem Huhn könnte man noch arbeiten. Aber das Schwein war wirklich gut gemacht. Gutes Nachmachen, ja, genau. Was? In der Hektik falsch sein? Wem meinst du jetzt mit falscher Taste getroffen? Ja, okay, gut. Das stimmt. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Ja, das könnte sein, dass sie da die falsche Taste auf dem Controller getroffen hat. Das kann sein, ja. Stimmt, da hast du recht, okay. Lachst du gerade? Ah, was sagst du jetzt gerade? Was machst du denn? Ich dachte, du machst dich jetzt darüber lustig, dass ich alle Lass du gerade meine Eiswürfel raus? Was sind so eine Eiswürfel? Wie geht? Das geht physikalisch nicht. Zeig mal. Wie kann der denn oben so aussehen? Hä? Okay. Der ist in zwei Richtungen gefroren. Wie, hä? Guck, wie kann denn ein Eiswürfel oben so sein? Ey, das ist Kunst. Das ist Eiswürfelkunst. Anne, wie hast du das hingekriegt? Das ist ja geil. Also, ich wüsste, wie man das hinkriegen würde, aber dazu müsste man das Ding schockfrosten. So, also wackeln. Dann schnell reinstellen, damit das Wasser wackelt. Und dann müsste das schockfrostet werden. Aber normaler Gefrierschrank
rostet nicht so schnell. Definitiv nicht. Oder hat ihn die ganze Zeit den Eisschrank hin und her gewackelt? Dann wäre das auch eine Möglichkeit. Aber sonst? Cool. Stimmt, wann ist Karneval? Wann ist Rosenmontag? Du Arschloch! Okay. Wann ist Hä? Ich glaube, dieser Clip ist jetzt so völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Man wird das nur verstehen, wenn man das davor gesehen hat. Also ich habe ihn jetzt nicht verstanden. Hä? So ein Dungeon ist das nicht. Ja, das sagst du jetzt. Das sagst du, dass das nicht so ein Dungeon ist. Aber so wie sich das anhört, ist das so ein Dungeon. Das erinnert mich an meinen Dungeon gestern. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe ja überlegt gehabt, auf Karten nachzugucken, wo ich ungefähr bin in meinem Spiel. Ich habe es nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo ich bin. Also, das ist ganz, 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 ganz wirr. Ich versuche rauszufinden, wo ich bin. Ich hoffe, ich krieg's noch raus bis nächste Woche. Aber ich muss euch sagen, auch wenn ich jetzt viel Pech hatte, trotzdem macht mir Warzone mal wieder Spaß. Ja, nee, ich hab nichts gesagt, Mal wieder Spaß, wollte ich gerade sagen. Ja, so schnell kann es gehen. Bei mir war der Finger wieder schneller als der Rest. es macht ihr Spaß. Dann sollte sie aber auch darauf achten, was sie macht. Warzone, das ist so diese Shooter. Ich spiele hin und wieder mal ganz gerne Shooter, ja, klar. Aber diese modernen, so wie Modern Warfare und so weiter. Nee, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Dann kann ich nichts abgewinnen. Oh mein Gott. Ich habe mir den Mund gesprüht. Ja. Man macht das ja auch nicht so, sondern so. Und am besten noch die Hand davor halten. Also da, wo es nicht hin soll. Mann. Das ist typisch Haarspray nutzen für Männer. Die kriegen sowas hin. Eine Frau weiß, wie es funktioniert. Wobei ich dazu sagen muss, gestern habe ich Haarspray benutzt bei mir. Ab und zu mache ich das mal. Mein Mann meinte, das riecht richtig gut. Er dachte aber erst, es wäre ein Deo. Jeder Streamer hat die Community, die er verdient, sagt hat, Narila, weil das heißt nämlich, ich kann nichts gegen die tun. Also Real Talk nicht. Also wenn jeder Streamer die Community am Ende hat, die er verdient, dann kann ich nichts gegen diese Leute hier tun. Absolut nichts. Ich finde dich sehr sympathisch. Ich dich nicht. Ich dich nicht so. Also die Donny finde ich toll. Ihre Community habe ich jetzt noch nicht so oft besucht. Aber wenn das wirklich stimmt, so dass jeder Streamer seine Community, die Community am Ende hat, für ihn geeignet ist, dann bin ich mal gespannt, wenn ich irgendwann mal eine etwas größere Community aufgebaut habe, was ich für eine tolle Community habe. Also die, wo jetzt schon da sind und auch regelmäßig wiederkommen, die sind alle ganz toll, das weiß ich. Die meisten davon kenne ich nämlich auch real. Aber wie gesagt, ich weiß, dass da einige da sind, die dann immer wieder auch mal reinschauen und sich eigentlich auch gut benehmen. Es gibt immer noch auch Ausnahmen, die halt nicht wissen, wo das Ende ist. Ja, Shoppen ist ein nationales Hobby für uns. Einkaufen gehen am Wochenende oder mit Freunden. Es ist irgendwie unser Hobby. Wir haben alle so wahnsinnig viel Stress und sind eigentlich die ganze Zeit unglücklich. Und um unser Dopaminlevel irgendwie anzukurbeln, geben wir sinnlos Geld aus für Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen. Flo, das war jetzt so das, was du aus dieser Aussage herausgezogen hast, oder wie? Also, dass Chinesen, ich gehe jetzt wirklich auf die Chinesen, dass die Chinesen ein Problem haben mit dem Einkaufen, sehe ich hier bei uns auch am Wochenende immer, wenn man die großen Gruppen sieht, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Da ist dann immer ganz viel zu sehen, was die alles einkaufen. Da fragt man sich dann immer, was wollen die bitteschön mit 20 Messerblöcken der gleichen Marke? Haben die so viele Leute zu Hause, die die verschenken wollen? Abgesehen davon, die haben halt den großen Vorteil, die müssen dann hier keine Mehrwertsteuer bezahlen, weil sie die wiederkriegen. Also finde ich immer ganz lustig. Oh ja, schön. Ja, das war's. Wie kann ich euch helfen, Männers? Ja, nix. Hier, hast du einen Kaktussaft, ne? Da geht's ab.
den Kaktus sagt. Junge, schau mal! Wie zum Geier schmeckt Kaktussaft? Also, ich trinke ja hin und wieder auch mal komische Dinge. Aber Kaktussaft? Im Übrigen trinken ist eine gute Idee. Aber zu sollte man es mal machen. I know, I'm sounding ironic. Ist aber kein Kaktussaft. But also, do you know the electrical store Ironic? Best of electronics, Ironics, do you know that? It's like Werbung in Germany. Oh! Oh no! Why did you die? Er ist gesprungen! Ja, das würde ich jetzt auch sagen, dass er gesprungen ist. Ja, den eigenen Mitspieler umzunieten ist nicht so die tolle Idee. Das könnte nach hinten losgehen und man hat dann ganz schnell das Problem, dass man keine Mitspieler mehr findet. Ist das eine Lokomotive da vorne? Gib dir gleich einen Marienkäfer. Ich bin der schönste Marienkäfer, den es gibt. Das ist doch kein Marienkäfer. Okay, nur damit es alle nochmal gesehen haben. Ich hab sogar eine kleine Lokomotivführerin. Ja, was bist du jetzt, du? Marienkäfer oder Lokomotive mit einer Raupe als Lokomotivführer? Also ich würde eher sagen Letzteres, aber... wenn sie das selber nicht weiß. Aber für einen Marienkäfer war das zu unförmig. Boah. Ja, das war gut. Das war gut. Das kam richtig gut, sowas im Stream zu bringen. Ja, das Internet vergisst nie. Wir wissen es ja. Meine ich. Und jetzt... Kick doch mal den Stuhl weg. Aha, jetzt kommst du an mir stuhlisch vorbei. Geil! Der Stuhl des Todes. Größtes Hindernis im Spiel. Ja, geil, er kommt an dem stuhlisch vorbei. Er kann ihn nicht erschießen, er kann ihn nicht aus dem Weg kicken, er kann gar nichts, weil er ist einfach nur fest. Ja, geil. Also, wenn ihr dieses Spiel spielt, denkt dran, dem Stuhl aus dem Weg gehen. Ich wollte einen Schwein machen, Körper und Kopf. Das braucht doch keinen Kopf. Das geht doch gar nicht. Wenn du ein Schwein malst, ohne einen extra Kopf, dann hat das hier die Füße, das Ringelschwänzchen. Ja, okay, es geht doch. Ja, wollte ich gerade sagen, da geht das. Aber es sieht ein bisschen komisch aus. Aber wenn ich das ohne Kopf malen würde, würde ich auch das Gesicht weglassen. Das wäre dann ein Rennen der Ringelschwanz. Mit großem Körper. Coole Haarfarbe. Und mir stimmt's. Hört ihr das Lied nicht? Mir stimmt's ja den Ton. Ich höre das Lied alleine. Ja, so kann's gehen, ganz schnell. Und schwuppdiwupp hat man das Problem, dass der. Ton, ja, man muss halt darauf achten, dass der Ton da ist. Das hatte ich ja auch schon. Da kam dann von meinem Mann aus dem anderen Raum, dein Ton ist nicht da. Ich höre dich nicht, beziehungsweise ich höre das Video nicht. Das ist immer ganz praktisch, wenn man das hat. Deswegen frage ich auch immer am Anfang nach, ob man kurz eine Rückmeldung geben kann. Meistens meine ich dann auch meinen Mann. Weil vielleicht ist sie sogar die letzte ihrer Art. Vielleicht. Das ist ein schönes Spiel. Delikatesse begehrt. Jetzt hat sich rausgestellt, dass sie Wirkstoffe enthalten. Moment, gerade eben jammert sie noch rum, dass es das letzte ihrer Art sein könnte. Und was macht sie? Sie reißt aus, um es ihm zu geben. Zelda. Also wirklich. Aber Breath of the Wild ist wirklich, ein sehr, sehr schönes Spiel. Habe ich hier auch auf der Twitch. Nein, nicht auf der Twitch. Auf der Switch, natürlich, auf der Switch. So, ja, genau. So kann's gehen. Wieder mal in mein Bett. Geizig, das weiß ich, heimlich will ich sie wetten. Doch sie kommt wieder mal in mein Bett. Betreibt nicht, schleim nicht. Nein, wir haben heute kein Set. Sie ist verrückt, sie ist krank, sie ist crazy. Doch gut bestückt, guter Funk, sie ist heavy. Doch ihre Unterwäsche voller Bremsspur. Bitte geh dich doch mal waschen, doch sie pennt nur. Mich. Okay.
Okay, das war crazy. Also das Original davon fand ich gut. Dieses komische Ding muss jetzt nicht sein. Nee, nee, nee. Achu, komm! Was ist das? Ah. Was soll ein Hund sein? Was ist mein Kopf drin? Okay. Was machst du? Nee. Okay, so ein bisschen was hat der Hund. Ja, ja, aber also das wäre keine Hunderasse für mich. Gebe ich ganz ehrlich zu. Die ist mir zu... bin ich Hund. also von der Größe her und vom Körperbau her. Für mich muss ein Hund immer noch ein bisschen Ähnlichkeit mit dem haben, wo er mal herkam. Also wölfisch. So Schäferhundmäßig. Ja, okay. Wolfshunde, klar, sowieso. Ja, aber so Windhunde, ich finde, Windhunde sind nicht hässlich. Es gibt Windhunde, die haben was. Ich mag die Afghanen zum Beispiel sehr gerne. Die afghanischen Windhunde. Aber das war jetzt kein Hund für mich. And if you see my reflection in the snow-covered hills, well, maybe. Das war cool. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob das sie selbst war, mit unterschiedlichen Haarfarben, also dass man ein älteres, vielleicht ein eingespieltes Video oder was, oder ob das Zwillingsschwester waren, denn sie sahen sich sehr, sehr ähnlich. 50 Euro, das haben sie mir zurückerstattet. Oh, oh. Und sie haben noch geschrieben, wir wünschen ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffen, dass sie entweder wenigstens alles kaputt machen, nee, wir hoffen, dass sie weniger kaputt machen oder damit... Ja, was haben sie denn jetzt geschrieben? Du hast doch mit Sicherheit das schriftlich, dann liest das doch einfach ab. Aber ich glaube, wenn es von der Versicherung kam, dann wird die Versicherung sich eher darüber freuen, wenn du weniger kaputt machst, als wenn du mehr kaputt machst. Weil wenn du mehr kaputt machst, müssen sie mehr bezahlen. Gut, okay, dann steigt vielleicht auch die Prämie, die du bezahlen musst, und sie nehmen mehr ein, aber wenn sie dann auch das alles wieder auszahlen müssen, weil du Sachen kaputt gemacht hast, ja, gut. Und wobei, wenn man Sachen mit Absicht kaputt macht, weiß ich gar nicht, da zahlt die Versicherung, glaube ich, gar nicht. Gibt's denn nicht, keine Babyklappe? Nee, ich glaube nicht. Ja, wir könnten das Baby aber auch den Opfis zombern. Den Zombies opfern. Den Opfis zombern. Scheiße! Wie? Nein, das kann ich nicht mal nachsprechen. Also opfern Zombies, ja, okay, aber umgekehrt? Verstehe ich nicht. Na komm! Ah! Fuck! Au! Au, fuck! Das tat weh. Wie kriegst du das aus? Das tut doch mehr weh. Normales Feuerwerk in der Wohnung anmachen. Ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Und es dann auch noch fallen lassen. Noch schlechtere Idee. Leute, geht doch, wenn ihr irgendwelches Feuerwerk benutzen müsst. Was eigentlich kein Mensch muss. Für mich gehört das verboten. Alles komplett. Eine Wunderkerze, okay, vielleicht gerade noch. Aber selbst die sind gefährlich. Ja. Man braucht das Geknalle nicht. Man braucht das Geflimmer nicht. Freut euch doch einfach so aufs neue Jahr. Das, so was Besonderes ist das heute sowieso nicht mehr. Gut, okay, heutzutage ist es eher besonders, wenn man das nächste Jahr noch erlebt. Bei all dem Mist, der in der Welt passiert. Aber wenn ihr sowas macht, dann freut ihr euch über das neue Jahr garantiert nicht. Da kommt gleich einer hin, den mache ich dann weg. Naja, der kommt von hinten. Ich mach ihn nicht. Ja, siehst du, einen. Das passiert, wenn man sich zu krampfhaft auf eine Sache konzentriert. Denn nicht der Wille alleine wegzumachen zählt, man muss es dann auch hinkriegen. Nee. Ah, ich seh immerhin schon mal Berlin, das ist schon mal, okay, beruhigend. Ich frage mich immer noch. Stuttgart. Also,
ich weiß, was er dachte, was das für eine Säule ist. Er dachte wahrscheinlich, es ist die Siegessäule. Aber schon alleine, dass dieser Engel auf dieser Säule grün ist, hätte ein Hinweis sein müssen, dass das nicht Berlin sein kann. Denn wir wissen, die Siegessäule in Berlin hat einen goldenen Engel obendrauf. Einen goldenen. Ja, und keinen grünen. Gut, dass das jetzt Stuttgart gewesen ist, hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Das gebe ich ganz ehrlich zu, aber dass das Berlin war, hätte ich nie und nimmer gedacht. Was zum Geier hat die da gemacht? Oh, das schmeckt nicht gut! Was zum Geier hat die getrunken oder eingesogen? Aufklärung! Aufklärung! Digga, ich weiß nicht, wie ich das essen soll. Aufmachen in der Mitte berechnen in zwei Teile. Junge, ich habe mein ganzes Leben was falsch gemacht. Ja, das glaube ich auch. Das bestätige ich ungesehen. Ohne den Rest deines Lebens zu kennen, aber ja. Als Essen üben wir nochmal. Da hat jetzt aber nicht die Katze Dead by Daylight gespielt, oder? Aber war ein cooler Move, ganz ehrlich. Und eine süße Katze. Wobei, der Blick hat deutlich gezeigt, was mache ich da eigentlich? Krass, dass sie mich runtergeworfen haben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich wusste gar nicht, dass ich so stark bin, ey. Ja, du wusstest auch nicht, dass du an gewissen Körperstellen, wo sie nicht hingehört, Luft hast. Entschuldigung, das musste jetzt sein. Also wie kann man das Ding aufheben und wegschmeißen? Kein Fernseher im Schlafzimmer finde ich mittlerweile sogar deutlich besser. Also meine Frau hat damals gesagt, es kommt auf keinen Fall ein Schlafzimmer ins Schlafzimmer, als wir zusammengezogen sind. Was, es kommt kein Zimmer ins Schlafzimmer? Wie habt ihr dann das Schlafzimmer gemacht? Und also eins muss ich sagen, rein theoretisch gesehen hat er recht. Also ein Fernseher im Schlafzimmer ist keine so gute Idee, lenkt zu sehr ab. Bei uns geht das aber nicht, weil... Ganz einfach, mein Mann hat seinen PC im Schlafzimmer stehen und einer der Monitore ist ein Fernseher. Also ist das bei uns schon mal nicht machbar. Was bitte? Hey Chat, es tut mir leid, aber ihr müsst ein bisschen Fantasie gerade haben. Das ist ein Elefant. Das soll ein Elefant sein. Ihr müsst ein bisschen Fantasie gerade haben. Nee, nicht mal mit viel Fantasie. Nein, definitiv nicht. Nein. Definitiv, selbst mit viel Fantasie ist das kein Pferd gewesen. Nein, definitiv nicht. Ein Elefant? Okay, gut, aber kein Pferd. Nein, das war kein Elefant. Es war ein Elefant von eurer Optik her. Es sollte aber ein Pferd sein. Und das war kein Pferd, definitiv nicht. Hundertprozentig. Nein. I will catch you. Monkey sagt, hallo, ich bin's der Geist, also wenn du schon meine Ruhe störst, hättest mir ja wenigstens einen Döner mitbringen können und nicht so einen alles Kruzifix. Geiler Geist. Wobei ich gerade gesehen hätte, wie der Geist der Töne ist. Aber wir wissen, es war ein bayerischer Geist. Ah, geil. Ja. Ja, das habe ich mich ja auch gefragt, warum. Deswegen habe ich ja gesagt, es ist ein Elefant, aber kein Pferd. Ja, das ist der Penis, den ich gefunden habe. Die Kackwurst, meine ich. Entschuldigung. Das ist eine Bohne, ihr Keks. Ey, das ist keine Bohne, das ist eine Wurst. Das ist eine Bohne. Du bist doch Scheiße! Ich sag nie wieder was Gutes zu dir!
Angriff der Riesenbohnen. Demnächst in ihrem Kino. Wäre doch ein geiler Filmtitel. Aber ganz ehrlich, ich hätte das auch nicht für eine Bohne gehalten. Ich sage jetzt nicht, wie es ausgesehen hat, aber wie eine Bohne dich. Okay. Warum? Weil du nach rechts gefahren bist und dann hast du mich gegen den Baum gedrängelt, dann bin ich rausgeflogen und dann hat Jenny mich überfahren. So kann's gehen. Ihr seht, PUBG ist sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Ich mag dieses Spiel übrigens auch nicht. Immer wenn ich bei Gronkh reingucke, ist er dabei zu sagen, dass Idioten im Chat sind. Ja, Jesel, dann denk mal darüber nach. Was könnte das denn bedeuten? Das wäre gemein. Entschuldigung, ich bin heute einfach, ich bin einfach lustig drauf. Also, ja. Also ich rede nicht über Idioten im Chat. Weil ich habe keine Idioten im Chat, zumindest jetzt momentan nicht. Die letzte hatte ich mal wieder welche, das ist aber schon eine Weile her. Das war noch im letzten Jahr. In diesem Jahr hatte ich noch keine Idioten im Chat. Doch, ich glaube einen. Ganz am Anfang, in der ersten Woche, wo ich gespielt habe. Da war an einem Tag einer, der dachte, er wäre besonders lustig, aber ja, das denken Idioten meistens. Wenn sie im Chat irgendwas ablassen, was sie denken, was dann lustig rüberkommt. Aber bei mir im Chat ist es meistens lustig und deswegen ist es in Ordnung. Das ist praktisch. Der Kuchen! Ja, der ist gone. Ja, der Kuchen ist mit Sicherheit fertig, weil wenn, so wie sie gerannt ist, war der Kuchen mit Sicherheit schon länger im Ofen, als er sein sollte. Genau. So, und wisst ihr, was mir gerade so einfällt, weil ich jetzt gerade auch wieder mal auf den Wiederholungspuffer gedrückt habe, das, was das Clippen angeht. Ich habe festgestellt, ich sollte die Clips dann natürlich auch hochladen. Jemand namens Chat hat ein besonders hässliches Baby namens Katasuri geboren. Ja, wisst ihr was? Universum brauchen wir auch eigentlich gar nicht mehr. Wir können das Spiel jetzt auch einfach beenden, so. Das übrigens ist so etwas in der Art, wo ich sage, Gürtellinie um mindestens einen Zentimeter überschritten. Da würde ich aber nicht das Spiel beenden, weil das ist genau das, was die Leute, Entschuldigung, wenn es jetzt gerade hier ein bisschen hell wird, das liegt einfach an der, an meinem Hintergrund, tut mir leid. Das ist dann nämlich genau das, was die Leute wollen, also dann aufhören. Nicht aufhören, einfach übergehen, am besten einen der Moderatoren ranholen und rauskicken lassen und schwuppdiwupp ist dann wieder Ruhe im Karton, ganz einfach, genau. Weil solche Leute braucht man nicht im Chat. Ihr lernt jetzt was fürs Leben. Wie man Toblerone wirklich richtig abmacht. Okay. Festhalten. Cool. Das wusste ich aber schon. Entschuldigung. Seht ihr, das sind Sachen, die man nicht mir später. Das wusste ich aber schon. Das habe ich nämlich gelernt. Und zwar, wisst ihr was? Was? Von einem echten Schweizer. Der hat mir das beigebracht. War schon etwas älter. Der hat gesagt, so. Deswegen sind die so gemacht, damit wir die mit einer Hand abmachen können und essen. Als Kind meint man halt, dass wenn man was sagt, dann wird es schlimmer. Geiles Bild. Cooles Bild. Leute! Ja. Ist das fucking gruselig. Ja. Siehst du mal. Siehst du mal, die haben dein Bild ein bisschen abgeändert und in das Spiel gepackt. Oder das Ganze findet in deinem Zimmer statt. Dann würde ich mir Gedanken machen. Was geht denn, dass du mit deinem Alter noch so super Joghurt toll aussiehst? Dankeschön. Was heißt hier mit deinem Alter? 30 ist doch gar kein Alter. Warte mal kurz. Bitte. Geh doch einfach mal von der Leitung runter. Also, wenn man mir in meinem Alter sagt, du hast dich für dein Alter noch gut gehalten, dann ist das ein Kompliment, aber wenn mir das einer gesagt hätte, als ich 30 war. Bin ich eigentlich der einzige Mensch, der Flaschen so weird aufmacht? Ja. Was ist weird?
Soll ich's zeigen? Leute, ja, macht sich ja immer lustig über mich. Jetzt bin ich gespannt. Ich mach dir mal so auf. Was stimmt nicht mit dir? Das ich weiß es nicht. Wieso macht man die so, nicht so. Ja, ich wusste, dass das jetzt kommt. Mein Mann muss jetzt wieder kommen mit dem Spruch, dass hingeht, dass er das zu mir immer sagt. Ja. Das finde ich nicht nett. Jo, weiter geht's. Hatte Kollege mit erst mit 15 erst graue Haare. Ja, mein... Oh. Au. Nein! Ja. Was macht der denn? Was macht Nein! denn da für komische Nein! Hä? Was? Okay. Ja, so kann's gehen. Also, das war jetzt eine sehr ulkige Art, dieses Spiel zu spielen. Hm, komisch. Ja. Geiles Bild. Er hat dir gerade zugezwinkert. Sag mal, hast du dir gerade Kess auf die Lippe gebissen? Alter, ich habe mir wirklich gerade Kess auf die Lippe gebissen. Jetzt merkt ihr es. Ihr müsst vorsichtig sein, wenn ihr im Stream Spiele spielt. Weil dann passiert genau das, was die Kameras kriegen, die Spiele das mit. Die KI übernimmt das 1:1. Ihr habt keine Chance mehr. Guckt es euch an, dieses Meisterwerk. Wow! Was zum Geier soll das sein? Geil! So kann's gehen. Ich sag doch, die Spiele werden immer intelligenter. Das war Selbstmordversuch Nummer 1 vor der Kamera. Jetzt ihr belohnt. Von Dr. Tod. Alter, ich danke. War das die Rache, Milo? Zündet eine Zähne. War das die Rache jetzt, Milo? So kann's gehen. Warum hat's jetzt wenigstens auf Nina begonnen? Ah, ich bin nicht du! Und tschüss. Jetzt am Ende wird's doch noch lustig. Geil. Das Spiel ist gerade der Hölle verbuggt. Der Ton ist aus. LOL. Also ich zieh's jetzt durch, ist mir egal. Okay. Was? Also das Spiel war wirklich total verbuggt. Ich hab's auch schon angefangen zu spielen. Aber ich hab, also an der Stelle war ich noch nicht. Wobei, ich bin schon. Kann man mir hier nichts abmachen. Ich bin mir auch ganz sicher, dass hier nie irgend... Ja. Ich fake Matt Bay. Also, warte mal. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, Leute. Ich glaube, ich hab gerade meine Maus kaputt gemacht. Weil ich dachte so, oh, die ziehen da alle was ab. Ich kann da auch was abziehen. Ich dachte so, oh, ich zieh's hier ab. Aber wenn ich das abziehe... Dann hast du das gleich fett abgemacht. Ja, bei manchen Mäusen klebt was unten drauf. Bei anderen Mäusen klebt nichts unten drauf. Beispielsweise Corsair-Mäuse haben unten nichts draufkleben. Da ist das ursprünglich drauf. Man kann aber die Pads auch austauschen. Aber man sollte immer vorsichtig sein. Aber bei manchen obwohl das wäre jetzt, ist jetzt wieder ein Schlag gegen Corsair. Weil normalerweise würde man sagen, bei hochwertigen Mäusen klebt unten was drauf, damit sie beim Transport ganz bleiben. Corsair verpackt aber seine Mäuse relativ gut, deswegen müssen die das nicht machen. Sehr geehrte Damen und Herren, abonnieren Sie jetzt Twitch Kids Germany. Ja! Ja, genau. Abonniert Twitch Clips Germany. Das sage ich ja auch jedes Mal, die haben das verdient. Die leben auch nur von den Abos. Und natürlich, wenn ihr auf Patreon sie unterstützt, weil bei Twitch Clips Germany gibt es keine Werbung. Und dadurch kriegen die dafür kein Geld. Also unterstützen. Ich
mache das ja jedes Mal in meiner Sendung. Hier habe ich schon abonniert, das seht ihr das. Und hier ist der Like, den gibt es auch von mir diese Woche wieder. Wenn ihr das Ganze jetzt hier gerade auf YouTube seht, dann nach dem Hochladen natürlich, wäre es schön, wenn ihr mir auch ein Like da lasst und eventuell ein Abo da unten. So, also da, ja, genau. Ihr könnt natürlich auch unten einen Kommentar in der Kommentarsektion hinterlassen mit Anregungen, Tipps, Kritik, Vorschlägen, was man vielleicht mal reacten könnte. Ich gehe ja darauf ein. Wir werden nachher nämlich noch ein Video von einem Zuschauer, der mir das vorgeschlagen hat, reacten. Und ja, das waren die Twitch Clips Germany für diese Woche. Wir freuen uns natürlich auch auf die Folge von der nächsten Woche. Und ja, bis dahin sage ich euch für heute schon mal hier. Tschüss.